um Spaß, um die Gefühle beim Fußball. Und das ist ja ein Ding, was in so einer Mannschaft schnell durcheinander bringt, wenn sie ihn so kennen, als hey, wir haben hier Spaß, was, wir wollen Fußball spielen, wir wollen das entwickeln, wir wollen das erleben. Und dann plötzlich sehen, dass er sich jetzt davon entfernt. Das bringt Unsicherheit. Deshalb war es unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns am Anfang von dieser Liga wieder darauf besinnen, dass es um den Spaß, um die Gefühle geht, die er dabei hat als Anführer. Mit welcher Methode kann ich als Zuhörer jetzt zum Beispiel, wenn ich da Interesse dran zeige, habe, meine eigenen Gefühle mir klar machen, wenn ich jetzt auch mal in anderen Situationen agiere? Ich denke jetzt zum Beispiel dran, wie ich mit meinen Patienten und Kunden, Kollegen in der Klinik umgehe. Wie wird mir da klar, wie ich mich fühle? Für die Zuhörer, die jetzt Interesse daran haben, das Hören umsetzen wollen für ihren Alltag, für ihren Geschäftsleben, weil es ja nicht nur beim Sport wichtig scheint mit den eigenen Gefühlen. Ich überlege da gerade für mich mit meinen Kunden, Patienten in der Uniklinik Frankfurt, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt nicht mit dir samstags auf dem Markt reden könnte, Matthias? Du hast eigentlich schon in der Frage die Antwort gegeben. Das Bewusstmachen der eigenen Verfassung, der eigenen Gefühle ist da so wichtig. Und auch wenn du jetzt Unternehmen ansprichst oder deinen Umgang mit Kunden, mit Patienten bei dir in der Klinik. Ich war ja auch schon ein paar Mal mit bei dir und habe das erlebt. Die Leute kommen da oft rein oder führen auch Gespräche, auch Führungskräfte führen Gespräche und wollen das, so jetzt muss ich ein Wort gebrauchen, da stellen sich mir die Nackenhaare und wollen das professionell handeln. Ja, und ihr zwei fangt direkt an zu lachen. Das drängt aber das, worum es geht, weg, wenn ich mich jetzt an einen vorgegebenen Ablauf halte. Und bei der Kommunikation gibt es das ja auch, denn das muss man so und so machen. Ja, das hilft. Nur wenn ich dadurch meine ganze Kapazität auf diesen Ablauf lege und nicht mehr wahrnehme, wie es mir selbst dabei geht, das kann nur ein schlechtes Gespräch werden. Das Hinschauen ist so wichtig und sich, wie du auch in der Klinik oder wie der Kajan vor dem Spiel oder wenn wir da zusammen was erarbeiten, mal hinschauen, wie fühle ich mich denn jetzt gerade dabei? Dadurch lege ich meine Aufmerksamkeit wieder dahin. Schon alleine durch die Frage, wie fühle ich mich jetzt dabei? Oder vor einem Gespräch, wie fühle ich mich vor dem Gespräch? Schon alleine dadurch lenke ich ja meine Aufmerksamkeit auf meine Gefühle und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wächst, alleine dadurch, dass mir auch während dem Gespräch, dass mir während dem Spiel, während dem Training, während der Behandlung auch auffällt, wie es mir jetzt gerade dabei geht und dann kann ich auch als Patient zu einem Optiker in der Klinik sagen, oh, warten Sie mal bitte kurz, mir geht es jetzt mit dem, was wir hier machen, schlecht. Naja, das ist ein Zeichen und das ist eine wichtige Information für dich. Aber es kommt halt sehr selten, weil die Leute versuchen, das wegzudrücken. Was sind beliebte Wörter, um die eigenen Gefühle wegzudrücken? Naja, eins habe ich gerade genannt. Das ist überhaupt mein absolutes Lieblingswort. Na, das muss man professionell machen. Ich müsste jetzt eigentlich in die Fäkalsprache abdriften. Das ist eine Katastrophe,
so etwas zu sagen. Oder das muss man souverän machen. Oder lass uns mal sachlich reden. Das ist alles völliger Quatsch. Wir können überhaupt nicht sachlich reden. Wir sind Menschen. Gefühle sind in unserem Hirn entwickelt worden, sind da entstanden. Da gibt es ein Riesenzentrum für in unserem Hirn, um Entscheidungen zu entwickeln. Ja, wie soll ich denn jetzt ein sachliches Gespräch führen? Das wäre eine Katastrophe, wenn ich ein sachliches Gespräch führe. Wenn ich als Trainer von einer Fußballmannschaft das Ganze sachlich angehe, also was Schlimmeres kann es gar nicht geben. Weil ich jetzt außerstande bin, Entscheidungen zu treffen. Unser Hirn trifft über Gefühle Entscheidungen. Deshalb übrigens gibt es in jedem Autoherstellerwerk Geruchsdesigner. Die entwickeln den Geruch eines neuen Autos. Naja, das machen die natürlich, weil wir alle sachlich unsere Entscheidungen treffen. Das ist ja völliger Quatsch. Und gerade als Trainer auf dem Platz oder als du jetzt als Optiker in der Klinik oder mit Leuten zu tun hast, die mit dem wichtigsten Sinn Probleme haben, wenn ich da sachlich vorgehe, das wäre das Schlimmste, was dem Patienten passieren kann. Wenn der Kajan sachlich vorgeht, das ist das Schlimmste, was er tun kann auf dem Platz. Kajan, wie bringst du da die Gefühle und den Spaß, der dir wichtig ist, den du erwähnt hast? Gerade weil was Matthias gerade erzählt hat, da sind zwei Sachen mir bei mir aufgefallen. Wenn es Trainingszeit ist, ich vor dem Training bin, noch zu Hause, dann freue ich mich auf die Spiele, auf die Persönlichkeit, auf die Menschen. Und während dem Spieltag, da freue ich mich immer und bin gespannt darauf, was sie leisten werden. Ich halte mal ganz kurz ein. Kannst du mehr über das vor dem Training und vor dem Spiel erzählen? Ja. Wie du das daheim oder wo auch immer du bist, machst. Es ist so, dass es mir auffällt, dass ich Freude entwickle daran, dass ich die Spieler sehen werde gleich. Das heißt, es geht um die Gemeinschaft, sich wiederzusehen. Es geht im wahrsten Sinne des um diese Gefühle, mit ihnen reden zu können. Das ist eine wunderbare Geschichte, zu Hause zu spielen, weil da ja auch alles bekannt ist und dann gehst du die Station so für dich ein bisschen ab, gehst einen Kaffee trinken, mit den Leuten mal kurz reden, dann kommen die Spieler in die Kabine, ich sehe sie alle, ich begrüße jeden immer mit einem Handschlag und man auch mal an die Brust gehauen, so Kleinigkeiten. Ich noch mal okay. Ganz kurz ein, noch weiter vor. Noch weiter vor. Ja, da ist es so, dass ich daheim vielleicht. Zu Hause stehe ich auf, werde wach. Ah, du wirst wach? Ja, werde wach. Und lebe mein Leben so, wie ich es unter der Woche auch mache. Es ist ein Spieltag, der kurz mal im Gedächtnis ist und dann in der Regel oftmals, wenn ich dann noch Lust und Laune habe, gehe ich trainieren. Das mache ich sehr, sehr oft. Training, gelaufen, mache mein Krafttraining. Und ja, das ist etwas, was ich unter der Woche auch machen will. Da habe ich halt morgens Zeit und das mache ich sehr gerne. Und dann die Auswahl der Klamotten ist zum Beispiel nochmal so ein kleiner Highlight. Stimme ich mich so ein bisschen ein aufs Spiel. Mag unser Logo auf der Brust zu haben, mag die Dinge, die der Verein mir zur Verfügung stellt, anzuziehen. Und dann gehe ich ziemlich schick aus dem Haus und fahre dann zur Anlage. Und dann mache ich die Dinge weiter. Wie zum Beispiel jeden zu begrüßen. Jetzt kristallisiert sich so langsam was raus. Matthias, was macht der Kajan denn da vorher? Ja, genau das, was wir gerade gesagt haben. Er denkt vor allen Dingen darüber nach, wie es ihm gerade geht. Er sorgt mit seinem ganzen Verhalten dafür, dass das alles völlig normal ist. Er hat es ja auch gesagt. Er macht das, was er die Woche über auch macht. Und naja, das, was er die Woche über macht, macht er ja, weil er sich dabei gut fühlt. Sonst würde er es ja nicht die ganze Woche über machen. Und
Das macht er auch, wenn er mit der Mannschaft dann irgendwo hinfährt und da Fußball mit Zuschauern spielt. Es ist alles völlig normal. Und was jetzt, weil du in der Frage vorher das angesprochen hast, wie man das nutzen kann,